In der Vergangenheit war der Gebrauch von Geräten zur Gesichtserkennung beschränkt auf Gefängnisse oder militärische Einrichtungen. Aber jetzt machen auch private Unternehmen in China von dieser Technologie Gebrauch zur Kontrolle der Mitarbeiter. Die Firma Beijing Sunrise Technology verwendet diese Technologie ebenfalls. Diese hochentwickelte Software erspart der Personalabteilung viele Schwierigkeiten beim Kontrollieren der Anwesenheit. Was die Sicherheit betrifft, wir haben Lagerhallen und als Überwachungsanlage am Eingang wird so die Effizienz unserer Sicherheitsmaßnahmen gesteigert. Möglich wurde dies durch Face ID von Hanwon. Das in China entwickelte Gerät verwendet Infrarottechnologie für das Scannen eines 3D-Bildes eines Gesichtes. Dieses Bild wird dann auf einem eingebauten Chip im Gerät gespeichert. Externe Server werden nicht benötigt. Ein Gerät, das bis zu 1400 verschiedene Gesichter erkennen kann, kostet etwa 500 Euro. Der niedrige Preis macht eine kommerzielle Verwendung im großen Maße möglich. Viel Nachfrage kommt aus dem privaten Sektor. Weil es weltweit das erste Produkt zur Gesichtserkennung ist, das völlig getrennt von einem Computer arbeitet, ist es kleiner und hat ein einfacheres Betriebssystem. So sind die Kosten des gesamten Systems viel niedriger. All das hat die Voraussetzung geschaffen für dessen weitreichende Produktion und Anwendung. Hanwon liefert seine Geräte in 55 Länder, aber 80% der Verkäufe werden in China getätigt, wo zusätzlich zum privaten Sektor die Behörden stark in Sicherheitssysteme investieren.